Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Supra von PlayStationInfo.de und das sind die Zwischennews, News Nummer 1. Und zwar ist heute was Unglaubliches passiert. Ich hätte es nicht gedacht, dass das passiert. Ich glaube, keiner hat erwartet, dass es passiert. Und dann ist es einfach passiert. Und zwar zu einer sehr, sehr frühen Zeit. Die Rede ist von Amazon hat PlayStation 5 Konsolen wieder rausgehauen. Ja, so 2-3 Stück nach ungefähr 2,3 Sekunden war vorbei. Nein, Spaß, also es ging mindestens eine halbe Minute. Der Trick an der ganzen Geschichte ist ja, ihr müsst quasi das auf eurer Wunschliste haben und von der Wunschliste dann in den Warenkorb packen. Das klappt, wenn ihr halt auf die Seite normal geht und so, ist halt schwierig. Habe ich schon 10.000 Mal erwähnt, daher. Ich weiß auf jeden Fall, dass einige von euch eine Konsole ergattern konnten. Hoffentlich natürlich auch über uns und ansonsten, ja, okay. Machen wir uns nichts vor, der Mai war bis jetzt auf jeden Fall der schlechteste Monat, was PlayStation 5 Verfügbarkeit angeht und es sieht auch nicht besser aus, aber immerhin ein klein bisschen gab es ja was. So, News Nummer 2 ist, und das ist sehr interessant irgendwie, und zwar Sonic wird 30 Jahre alt, wenn ich das richtig verstanden habe, und zu diesem Anlass zum 30-jährigen Jubiläum wird Sega einen Livestream veranstalten und man munkelt, dass es da eventuell die ganzen Sonic-Spiele nochmal geben wird in vielleicht hübschesten. Und dieser Livestream wird am Donnerstag, den 27. Mai um 18 Uhr stattfinden, also quasi morgen. Ich werde auf jeden Fall nochmal drauf hinweisen, ansonsten ist auch alles verlinkt und ja, mal gespannt. Also ich bin damals mit Mega Drive und Sonic, Knuckles und wie sie alle heißen, Tails, ja, groß geworden. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ein weiterer Livestream, der uns demnächst beglücken wird, ist... Ah, okay, es ist ein State of Play. Ich halte nicht sehr viel von den States of Play, aber egal. Schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall diesmal ein etwas interessanteres Game dabei. Und zwar State of Play am 27. Mai, also auch morgen, zeigt neue Szenen von Horizon Forbidden West. Also der neue Teil von Horizon Zero Dawn. Naja, also Zero Dawn dann halt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, es wird neue Gameplay-Szenen zu sehen geben und dieser Livestream fängt um 23 Uhr an. Das heißt, Sega, dann der, passt doch. Werde ich aber auch nochmal drauf hinweisen dann. Bin mal gespannt, was sie da für ein Gameplay zeigen werden. So, was sie auch gezeigt haben, ist ein neues Foto von dem kommenden Uncharted-Film. Und ja, ich habe schon gemerkt, die Geschmäcker sind ziemlich verschieden bei euch so. Und beziehungsweise es geht so eine gewisse Richtung. Und ich muss auch sagen, dass ich so ein bisschen... Ich lasse mich überraschen. Ich sag einfach, ich lasse mich überraschen. Das neue Bild zeigt Mark Wahlberg und Tom Holland heißt der, glaube ich, genau, Spider-Man, in Action und es sieht schon so ein bisschen komisch aus und ich glaube, das große Problem ist, dass die Schauspieler, die sind gut, ich bin auch Mark Hamill-Fan bin ich auch, aber Mark Wahlberg-Fan, aber die sind einfach zu jung irgendwie. Naja, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt und schauen wir auch mal, wie PlayStation Plus heute abgehen wird, weil die Spiele sind wohl schon wieder mal bekannt, das war die letzten 3 Mal auch so oder die letzten 4 Mal so. Aber ich werde natürlich nochmal darauf hinweisen, falls sich irgendwas ändern sollte. Es soll auf jeden Fall kommen Virtual Fighter 5, Star Wars Squadrons und Operation Tango. Star Wars Squadrons ist ziemlich cool, ehrlich gesagt, und ist auch noch relativ neu. Ist aber so ein bisschen ein kleineres Game, aber hat eine tolle Story, macht schon Spaß. Und ja, mal gucken, was PlayStation Plus da jetzt noch raushauen wird oder ob es genau jetzt wieder so eingetroffen ist, bla bla bla. Freunde, mein Name ist Supra, besucht PlayStationInfo.de. Ich sag dann mal, bis Montag, haut's rein, ne? Tschüss!